ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Vlog zum Thema Skateboarding. Übrigens dachte ich mir, damit mal um mich herum so viel Geräusche und Lärm hat, wie es nur geht, stelle ich mich direkt über die Autobahn. Na klar, gestern war ich für euch im Skatepark am Gleisdreieck und ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum ich dort nicht öfter bin. Nice, wir gehen direkt zum Gleisdreieck. So, wir kommen jetzt hier von der Kurfürstenstraße rein. Und wir schauen jetzt mal, wo sich das Skate-Areal befindet. Und ich muss zugeben, ich war hier so gut wie nie. Vielleicht ein, zwei Mal. Und sobald ich auf dieses Anwesen hier fahre, auf diese Lokation, bereue ich, dass ich hier nicht öfter schon war. Wir befinden uns am Gleisdreieck. Na, ich sag mal so, dann machen wir doch direkt mal noch eine Touri-Führung, weil ich auch nicht wirklich weiß, wo es lang geht. Hier etliche Spots, um zu verweilen. Hier kann man sich lockerflockig was zu trinken holen. Da drüben sehen Sie die Tischtennisplatten für die Tischtennis-Profis. Und ich bin ein, zwei Mal am Wochenende hier schon durchgefahren, aber da war halt voll. Aber unter der Woche ist auch super, super angenehm. Brett ist auch dabei. Werden wir nachher auch mal rollern. Ist echt angenehm hier. Wir müssen eigentlich links. Hier fahren wir jetzt mal rechts. Wir checken die komplette Location mal ab hier. Ich sag, wie es ist. Es ist wirklich riesig hier und super entspannt. Nicht so wirklich viel los, weil es wahrscheinlich auch verläuft. Was haben wir denn hier, du? Beachvolleyball Area. Mich hat jetzt ein sehr netter junger Herr darauf hingewiesen, dass hinten die Bowls sind. Den Spot kenne ich und man vorne wohl auch noch fahren könnte. Das ist aber eher so Kids Area. Auch wenn ich mich wiederhole. Warum war ich hier seltenst? Wunderbarer Spot. Verschiedene Locations, wo man hängen kann. Hier oben fährt die Bahn. Ah, genau hier meinte er. Das ist er für die Kids. Und auch hier noch eine kleine Lokation zum Verweilen, Essen und Trinken. Hier nochmal im groben Überblick, wie groß die Location hier ist. Okay, es geht noch weiter, als ich gedacht habe. Bevor ich euch die Bowls zeige, muss ich aber einfach mal festhalten. Gleisdreieck Areal. Wie schön kann man sein? Wie gemütlich. Writing my name with graffiti on the wall. Boden ist eine 1. Nur man muss natürlich immer so auf Steinchen aufpassen. Und hier, Leute, kommen wir jetzt zu den Bowls. Für mich noch ganz, ganz weit weg. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich das jemals trau, da rein zu steppen. Also allein da schon oben zu stehen und rein zu droppen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass hier noch so eine flache Area wäre, wo man so ein bisschen abrollern kann. Einfach mal wirken lassen, die ganze Angelegenheit hier. Da hinten noch Körbe zum Basketball zocken, Tore zum Fußball spielen. Hier auf jeden Fall Bowl, Styly. Und irgendwann werden wir bestimmt auch mal einen Fachmann dabei haben, der uns die Sachen erzählen kann. Was ist die richtige Höhe? Wo macht Spaß? Wo macht es keinen Spaß mehr? Dies, das, bum, bang. Die Kids ballern hier natürlich mit ihren Rollern und BMX rein, als wäre es gar nichts. Keine Angst vorm Fallen, nischt. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Skateboardern, BMXern und Rollern? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Nice, ich dachte, hier kann man gar nicht so geil rollern auf dem Roten, aber geht auch perfekt. Ja man, das ist auf jeden Fall die Area für die Damen und Herren, die interessiert sind an Bowls. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mich hier hinzustellen, hier, also schon ohne Board. Schon ohne Board ist es ungeil, ich sage euch, wie es ist. Hier, guck mal, vielleicht gibt es hier jemanden einen Vlog, wo wir hier rein troppen. Geil. Yes. Jetzt wurde mir gesagt, da hinten werden auch noch so kleine Boxes, wo die Damen und Herren ab und zu mal cranken gehen. Für mich persönlich, die Location ist zwar nice, aber da muss man natürlich Bock auf Bowl-Action haben und da sind wir noch weit entfernt von. Aber man muss wirklich sagen, der rote Boden ist nice, plus die Wege hier allgemein. Das ist ja dufte, wenn ihr mal hier seid. Hier gibt es ein Museum, Mann. Ein deutsches Technikmuseum. Wir machen direkt mal den Bodentest. Hier rollert, aber ist jetzt nicht so geil wie da vorne. Ist auf jeden Fall, ich sag mal so, ist eine gröbere Körnung. Eine grobere Körnung, so rum.
muss man natürlich hier auch sagen, ich glaube, ab und zu wird das hier auch als WC verwendet. Das ist jetzt natürlich auch für die Fortgeschrittenen. Ne? Aber wie gesagt, der Duft hier ist schon... Puh. Wir gehen weiter. Habe ich es euch eigentlich schon erzählt im Laufe des wunderbaren Vlogs, dass ich wirklich direkt ein Gleispark-Fan bin, ein Gleispark-Dreieck. Gleispark-Fan, Gleisdreieck, Park, ach ja, wie auch immer. Ich glaube, Gleisdreieck, so nennt sich das, ne? Park am Gleisdreieck, ich glaube, so haben wir es. Ist einfach idyllisch, ich sage euch, wie es ist. Gerne mal auch in die Videobeschreibung reinknattern, falls es hier noch irgendwelche Spots gibt, die wir jetzt vergessen haben. Vielleicht gibt es hier noch einen zweiten Teil hier irgendwann. Gleisdreieck Part 2. Eine Riesenbank, welche da vorne zum Verweilen einlädt und zum Lesen. Wie man jetzt auch einfach überall den Asphalttest macht. Hier ist auf jeden Fall auch harter Tobak, weil ne, hier sind so Fugen. Bleibt man auch ab und zu mal zwirbeln. Ja, 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 so ist es. Da vorne wird gebuhlt. Nennt man das Buhl oder Boccia? Was ist der Unterschied zwischen Buhl und Boccia? Gibt es da einen Unterschied? Sind es zwei verschiedene Dinge? Fragen über Fragen. Man muss einfach auch wieder dazu sagen, ich habe ja jetzt erst 2, 3, 4 Spots gesehen in Berlin, was so Skate Areas angeht, Skateparks. Und da steht uns ja noch ein Haufen bevor. Die Auswahl ist jetzt schon über nice. In diesem Sinne, Leute, ich gehe jetzt weiter rollern. Schreibt in die Kommentare Tipps, Tricks, Skateparks, Locations, wo man sahnig fahren kann. Bleibt gesund, bis ganz bald. Ahoi!